Ey, Alter, der braucht kaum noch, der braucht noch zwei Schüsse, dann ist er tot. Nee. Oh, ein Mann! Magazin. Das ist gerade bei Kamera 7. Nicht, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Was? Ich glaube, ich sterbe jetzt aber auch. Wenn er auf dich zuläuft und du den. Hast du voll aufgeladen wieder die Ammo? Ja. Dann hast du ja 6 Schüsse. Ja, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja! Hab ihn! Was? Ich hab ihn! Ey, wie cool! Vorsichtig, nicht, dass er nur haut! Ich fange Bigfoot! Alter! Find and catch Bigfoot! Put Bigfoot in a cage! Pack den in den Käfig! Du hast ein Seil mit. Oh nein, Andi! Andi, du bist geil, echt, das ist echt klasse! Ah, wie cool! Ey, wir spielen das erste Mal und wie geht's aus? Du schleppst das Ding mit, du schleppst du mit nach Hause. Oh, aber knapp, oh, ist das cool! Aber ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, 2, 3 Schüsse, dann hat er's. Ey, ist das cool, ey, ich freue mich so dermaßen. Ist mir auch scheißegal, ob ich tot bin jetzt. Ich jetzt an dem. Atmet der noch? Ja, der lebt ja noch. Ich finde das so geil, echt. Alter, ist das cool. Ich sehe bloß nichts, weil das dunkel ist. Ich sehe nur deine Taschenlampe und dein Gesicht. Das ist ja wohl sau cool, echt. Schade, dass ich. Ein bisschen schade ist jetzt doch, dass ich jetzt so kurz davor gestorben bin. Ja. Aber ich hab dem. Aber egal. So, jetzt musst du den in diesen Kreis legen. In der Cage ist er. Okay. Ey, ist das cool. Ja, ich würde sagen, Mission erfüllt, ne? Zwei Leichen haben wir jetzt gefunden. Jetzt wäre halt die nächste Mission noch die Leichen suchen. Ja gut, zwei hast du ja schon gefunden. Zwei haben wir ja schon gefunden. Oder du ja eigentlich. So, das war einmal die Frau. Achso, das sind die Haken ja dran. Edward Wilson und Christine Leves. Okay, da fehlen jetzt noch zwei Männer, die man jetzt noch finden müsste. Ja, aber, genau. Na gut, ich meine, zwei haben wir ja schon. Ja, das Problem ist... Ah, wie cool, dass wir den... Also das finde ich jetzt so geil, dass wir den gefangen haben. Ja, warte mal, vielleicht gibt es da ja einen... Also der ist da, der ist da. Der muss in die andere, in der Richtung zwischen 6 und 3. Irgendwo da müsste mit Sicherheit noch eine Leiche liegen. Geh da mal in die Richtung. Ja, guck mal, ob da noch was ist. Vielleicht findest du ja noch was. Mann, echt. Aber die Sounds müssen die unbedingt noch von manchen Sachen ändern, ey. Boah, das ist ja richtig. Also von der... Das haut ja mein Mikro weg, mein Kopfhörer weg, wenn du einen Blitz einschlägt. Ja, wenn der Blitz einsteckt oder wenn du eine Leuchtrakete hochschickst, die hört sich auch irgendwie komisch an, wenn die fliegt. Ja. Ja, genau. Tja. Sehr geil. Vor allen Dingen erste Mal gespielt, ne? Ja. Hier steht, klicke Enter, um das. Achso, wenn ich das Spiel beende. Ich könnte jetzt quasi das Spiel auch schon beenden oder halt das noch weitermachen. Ja, ich meine, im Endeffekt, wir haben es ja eigentlich geschafft. Geschafft? Also das Hauptziel haben wir geschafft. Ja, auf jeden Fall. Das Hauptziel haben wir geschafft. Schade, dass du gestorben bist. Oh Mann, ja, das ist wirklich schade. Es war so kurz vorm Ende, ne? Also, vor allem, ich hab den wirklich oft getroffen. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, dass ich wirklich sehr gut unterstützt habe, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt genau 6 Schuss noch. Also wenn ich den jetzt nicht mit dem Magazin tot gekriegt hätte, wäre ich auch gestorben. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich den getroffen habe. Ich habe den wirklich etliche Male getroffen. Ja, also wenn...
Und die Fallen haben wir auch schon eine ganz gute Arbeit geleistet. Aber wir müssen das, also wenn wir das irgendwann nochmal machen sollten, dann müssen wir das mit den Fallen anders machen. Ich glaube, ja. Dann ist der, damit wir den schneller finden, weil irgendwie waren das jetzt so ein Rumgeirre lange Zeit. Wir sind irgendwie eine Dreiviertelstunde nur rumgeirrt, ohne den überhaupt zu sehen. Wir hatten ja überhaupt keinen Plan, wie wir das machen. Ja. Nee, hatten wir ja auch nicht. Aber jetzt weiß man es besser. Also, also mit diesen verstreuten Fallen legen, obwohl in dem Guide, wenn du G drückst, kann ich das jetzt eigentlich noch? Nee, wenn du G drückst, dann hast du so ein Guide, wo das auch nochmal, ich meine, das ist jetzt alles auf Englisch, aber da steht halt unter anderem auch, dass man die Fallen weit auseinanderlegen soll. Ich bin aber der Meinung, nach dem, was wir jetzt hier rausgefunden haben, dass man einfach nur eine Falle setzen sollte. Hast du den auf gerade? Mhm. Ja, da steht auch drin, hier mit übernatürlichen Fähigkeiten und so weiter, dass man dem übernatürliche Fähigkeiten zuschreibt und so weiter und so fort. Ja, genau, ich hab das gerade gesehen. Und Allesfresser und Hirschfleisch und sowas. Und effizient ist es, die Fallen weit auseinanderzulegen, stand da. Ja, genau. Genau. Ich meine, das haben wir ja auch gemacht. Und der ist ja auch ein paar Mal verletzt worden. Ja, also aber wenn wir jetzt. Ja auch, wir haben den ja auch. Warte, wie hatten wir den mit den Fallen schon alleine abgezogen? Ja. Schon fast ein ja, Viertel. Naja, also, nicht ganz ein Viertel, aber so ein bisschen halt. Ja. Ging wohl. Also ein bisschen was hatten wir dem auf jeden Fall abgezogen. Aber der hat auch wirklich viel Munition. Ja, gut, ich habe die ersten Schüsse, weil ich halt so auch total panisch war. Die ersten Schüsse habe ich auch voll daneben gesammelt. Und wir haben unsere Tracks scheiße eingesetzt. Das ja. Muss man auch dazu sagen. Also die ersten Tracks haben wir falsch gesetzt. Damit ja, also ich hatte, mal. Also genau, also das Problem, was ich so ein bisschen hatte, war nicht so sehr, dass ich jetzt Panik hatte, sondern dass ich das Gefühl hatte, ich habe den nicht getroffen. Ne? Und dann habe ich nochmal geschossen, weil er jetzt gerade halt da war. Ne? Und dann leider ja. Nochmal. Also das erste Mal wirklich drei von den Dingern verballert. Beim ersten Mal hatte ich auch das Gefühl, ich habe... von den Tracks her habe ich bei den ersten drei Mal, weil der weglief, und schon so weit weg war, habe ich drei Stück hinterhergesetzt, weil ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt treffe. Ich schieße jetzt einfach mal hinterher. Ja, genau. Ich habe ihn erstmal getrackt, weil ich wusste auch nicht, wie lange das hält. Deswegen habe ich erstmal alle drei da hingeballert. Aber das, jetzt, wenn wir das nochmal spielen, dann wissen wir das auf jeden Fall das nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. Nein, also, ganz ehrlich, also ich denke, dass nachher, wenn die mit der Early Access, wenn das nicht mehr im Early Access Mode ist, sondern wirklich dann ja, fertig wenn, ist. Das dauert aber noch. Das obwohl, dann, Beta, ich auch. Beta stand da, Beta-Test. Ja, Beta-Test. Ah, ist ja schon in der Beta, also ist das ja schon ziemlich weit. Ja, aber da wird ist das wahrscheinlich ja gar nicht noch einiges. Da wird noch einiges hinzukommen, denke ich mal. Oder vielleicht ein bisschen was. Weiß nicht, ja, also die halten, Hauptsache, ich meine auch. Die werden erstmal die Sounds ändern, ey, boah, das ging gar nicht. Ich dachte, meine Ohren fliegen ab. Ja, vor allen Dingen bei dem Blitz, wenn der in den Baum einschlägt. Das war ja das Schlimmste. Das war ja noch heftiger als andere Donnergeräusche oder als das. Ja, vor allem als die Geräusche von Bigfoot. Alles ist so normal laut und dann kommt diese Donnerstelle und so, boah, da dachte ich, meine Ohren fliegen ab. Ja, bei mir war das ähnlich. So, gibt's jetzt noch Leichen oder nicht? Ja, hundertprozentig. Aber es wäre geil, wenn wir jetzt zweit werden noch. Ja, nächstes Mal kriegen wir das besser hin. Guck mal, wir haben es jetzt beim ersten Mal schon geschafft. Ja, guck mal, beim ersten Mal. Ey, das ist so, ey, das ist der Hammer. Ich meine, ich habe es ja nur streng genommen schon das zweite Mal gespielt, aber das erste Mal war mehr so die Steuerung austesten das Gute bei mir war, halt, dass ne? Das noch getrackt war gerade. Ja. Oh, ich hatte schon Panik, dass ich den jetzt verliere. Und dann. Und dann ich, oh, schwer verletzt durch den Wald läufst, völlig orientierungslos. Ja. Denk mir, den hole ich noch. Das war Rache. Ich werde meinen schlauen Kumpan nicht. Hast du jetzt eigentlich noch irgendwie Medizin gefunden? Nee, ne? Nö. Nee, also wenn du jetzt, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht irgendwo runterfällst oder sowas, weil dann bist du sofort tot. Wenn du nur noch einen ganz schmalen Streifen hast, das ist praktisch nichts. Ja, ich hab's, ja klar, ich wäre auch mit, Bigfoot hätte mich noch einmal hitten müssen, dann wäre ich tot gewesen. Ah, so cool, dass der ein Käfig ist, ey, das ist, oh geil, ey, das hätte ich, ehrlich gesagt, damit habe ich nicht gerechnet bei unserem ersten Spiel jetzt. Damit habe ich gar nicht, ich hab gedacht, wir laufen jetzt erstmal so ein bisschen rum und checken die Gegend und dann, zupp. Ja, ich wusste ja jetzt auch nicht, wie stark der Bigfoot genau ist, der macht einen mit drei Schlägen tot.
Ich war, ehrlich gesagt, ganz überrascht, dass ich überhaupt noch einen Hit ausgehalten habe. Ja, weil ich, also ich hätte... Nämlich, ich bin nämlich von einem Hügel runtergefallen und habe Leben verloren. Und ich denke so, nein, ich glaube, jetzt bin ich gleich tot. Also ich hätte das besser... Dann schlägt er mich, denkt, oh, was, ich habe noch Leben? Also ich hätte das auch besser überstehen können, wenn ich, wie du schon vorgeschlagen hattest, so ein bisschen nach links und nach rechts gelaufen wäre. Dann wäre ich dem anderen, den ein oder anderen Schlag vielleicht ausgewichen. Aber irgendwie hatte ich das jetzt steuerungstechnisch noch nicht so drin. Aber das nächste Mal wird es bestimmt besser. Also das... Jo. Aber immerhin, wir haben ihn gefangen. Also ja, leider nicht zusammen mehr, weil du ja noch gestorben bist. Ja, ich habe es leider nicht mehr erlebt. So, ich sehe dich so, er kommt auf dich zu, ich schieße, ich denke, Patsch, nein, er ist tot. Da habe ich noch hinterher geballert, mein Magazin leer geballert. Ja, ich habe es gesehen. Und ich denke so, ich laufe jetzt erst zum Auto, guck, ob da noch irgendwo Leben ist. Nee, nichts gefunden. Ich denke, er ist doch getrackt, ich laufe jetzt auf ihn zu. Entweder ich sterbe jetzt oder ich nehme ihn mit, weil er hat ja auch nicht mehr viel Leben. Ich habe gesehen, ich hatte noch 11 Schuss. Ich denke, ja, die reichen noch. Also entweder die reichen oder die reichen nicht. Oh, hier wäre übrigens auch noch Fleisch gewesen. Also Der geht übrigens nicht mehr in dieselben Fallen rein. Okay, das wissen wir auch. Das wissen wir auch, dass er nicht mehr in dieselben Fallen rausgeht. Genau, das war nämlich eine der ersten Fallen hier, die wir aufgestellt haben. Okay, dann wissen wir das auch. Falle 2. Können wir nämlich nächstes Mal, wenn wir den einmal geschnappt haben, Falle abbauen, die Kamera vielleicht stehen lassen, das weiß ich noch nicht, müssen wir da mal gucken. Hier haben wir uns auch noch nicht so richtig umgesehen. Aber das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall spannend. Ja. Ich denke, wir machen jetzt auch Schluss, oder? Weil ich weiß jetzt nicht, die können ja überall sein, die Leichen. Ja, also, ich weiß, und selbst wenn ich jetzt noch eine finde, ich müsste dann noch eine finden. Ja, das machen wir das nächste Mal, wenn wir zusammen noch leben, dann machen wir das. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo die anderen beiden sind. Ich schätze mal, das wird immer gleich sein. Ich meine, wir wissen jetzt auch, wo die... Das wird ja jetzt auch immer gleich sein. Wir wissen jetzt, wo die Zeltplätze sind. Und die Leichen, die werden wahrscheinlich auch an den gleichen Stellen liegen. Ja, genau. Deswegen die ersten beiden Leichen können wir jetzt eigentlich ziemlich einfach finden. Hier ist übrigens der umgekippte Baum. Warum auch immer der einfach umgekippt ist. Warum der einfach umgekippt ist. Aber cool, dass das auch irgendwie in dem Spiel integriert ist, dass einfach so ein Baum umfallen kann. Ja, ich schätze, das ist je nachdem, wie weit man den Bigfoot verletzt hat, ändert sich die Karte ein bisschen. Ich schätze, dass das einprogrammiert ist, dass wenn du Bigfoot verletzt hast und immer mehr verletzt hast, umso mehr verändert sich die Map. Weißt du, dann fällt man Baum um, dann schlagen Blitze in Bäume ein. Weil das ist ja vorher die ganze Zeit, nichts passiert. Und als wir richtig gehittet haben und mal verletzt haben, richtig viel Leben aufgesucht, dann fing das nämlich an, dass hier die Mappen mal hier verrückt spielte. Dass Blitze einschlugen, dass hier die Bäume umfielen. Ja, aber warum denn? Um das irgendwie zu dramatisieren einfach, oder was meinst du? Ja, genau, einfach um das zu dramatisieren. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Interessant. Ja, wer weiß, könnte ich mir so vorstellen, dass das deswegen so ist. Ja, wir müssen das mit den Fallen auf jeden Fall, ja. Aber dann sind die Fallen ja irgendwie unten, wenn du kein Fleisch mehr hast, sind die ja irgendwie nutzlos geworden, habe ich irgendwie das Gefühl, weil, also ich habe ja die Falle dahingestellt. Ich meine, er ist da nicht rein, er hat kein Leben verloren. Also er ist ja über die Fallen gelaufen, einfach so, ne? Ja, genau, ich glaube, das geht so nicht. Du kannst den nur damit verletzen, wenn der nicht da rein tritt, sondern wenn er da rein greift, um das Fleisch zu nehmen. Ich schätze, dass das dafür ist, ja. Ah, okay. Nehme ich mal ganz stark an. So, da sind wir wieder am Weg. Ja, ich würde sagen, wir schließen dann jetzt auch mal. Ja. Schönen Dank an alle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder irgendwie einen Kommentar, wie ihr das Spiel findet oder wie wir vielleicht hätten anders spielen können, wenn ihr selber schon gespielt habt. War auf jeden Fall echt eine spannende Sache. Hat super lange gedauert. Wir haben echt schwierige Aufgaben gemeistert. Ich bin leider gestorben. Andi hat es geschafft. Aber immerhin, das Hauptziel haben wir erreicht. Bigfoot ist im Käfig und wir können ihn ausliefern. Der Wald ist sicher. Und gut, das Einzige, was jetzt fehlt, wir haben halt zwei Leichen gefunden. Die anderen beiden haben wir leider nicht mehr gefunden, nicht mehr finden können. Wenn wir jetzt noch irgendwie eine Stunde suchen, dann finden wir die vielleicht auch noch. Aber im Endeffekt ist das auch relativ egal. Und deswegen sage ich jetzt mal... Genau, das machen wir das nächste Mal. Und deswegen sagen wir jetzt, Andi und ich, ciao, ciao und schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Hätte er eine gehabt, aber sonst hätte er nichts gehabt. Er hätte sich, wenn wir das vernünftig aufgeteilt hätten, zwei Fallen haben können. Als Dritter jetzt. Ja, der hätte, ja, ja, der, genau, hätte, der hätte zwei Fallen. Also es gab ja insgesamt 6 Fallen, ne? Genau, 6. Ja, genau. Und 6 Fleisch. Und 6 Fleisch. Da hätte man 3x2 machen können. Aber ich weiß halt nicht, aber das wäre ja auch sinnlos gewesen. Ich meine, das ist ja jetzt eine Gruppe von Studenten gewesen, die sich jetzt, oder von Abenteurern oder wie auch immer, von Jägern halt, die sich gemeinsam in den Wald gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, dass jetzt einer in der Hütte war, weil das war ja auch eine Hütte, die völlig verlassen war. Ja, das stimmt. Deswegen kann das eigentlich nicht... Ich finde das trotzdem nur irgendwie komisch, dass da eine Waffe ist in dieser verlassenen Hütte und im Wohnwagen sind nur 2 Waffen. Und dann, wenn der Dritte da auch spawnt, keine Waffe hat. Weil du musst jetzt mal wirklich nüchtern denken, wir fangen so wie heute neu an, wir kennen die Karte nicht, wir wissen nicht, wie das ist, wir wissen nur, es sind 2 Waffen in dem Ding. So, was macht der Dritte? Ja, der läuft blöd hinterher. Der kann ja nichts machen. Es ist so. Der kann mit der Leuchtpistole da drauf schießen. Ja, genau, mit der Leuchtpistole hätte er das machen können. Aber das ist ja auch sinnlos. Ja, oder? Also, oder einer läuft einfach als Kundschafter vorweg und warnt die anderen. Aber das ist, weiß ich nicht, ohne Rifle ist das irgendwie sinnlos. Ja, ich meine, wenn jetzt einer mitspielt, wissen wir das ja. Aber vorher, wer soll... Wir sind ja auch... Ich bin da auch so spät erst hingelaufen. Guck mal, der wär fast eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde fast ohne Waffe rumgelaufen. Also was ich immer noch nicht so ganz spitz gekriegt habe oder worauf ich jetzt noch mir keinen Reim gemacht habe, in meiner Single-Expedition, die ich gemacht habe, da bin ich sofort mit dem konfrontiert gewesen. Also da bin ich raus, da habe ich den gesehen, dann ist der zwar abgehauen, aber dann bin ich in den Wald, dann ist er einmal gekommen, hat mich geschlagen, ich habe ihn angeschossen, dann ist er wieder abgehauen. Ich bin ein Stück weiter gelaufen und eine gefühlte, keine Ahnung, Viertelstunde später war der wieder da und hat mich wieder angegriffen. Dann hatte ich natürlich Medizin dabei und dann eben auch 2 Packs, weil ich als Einzelperson dann ja auch halt eben einen größeren Vorrat hatte. Ich musste ja mit niemandem teilen. Und dann kam der aber wieder und wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe innerhalb relativ kurzer Zeit, eben als ich alleine war. Und wir laufen eine Dreiviertelstunde lang im Wald rum, hören den zwar gelegentlich, aber sehen den irgendwie überhaupt nicht. Ich habe schon gedacht, warum sehen wir den jetzt nicht? Ist das ein Bug oder ja, was? Aber war es ja nicht. Aber dann irgendwann war dann irgendwo das Eis gebrochen. Irgendwas haben wir gemacht, warum der dann plötzlich öfter kam. Ja, ich weiß nicht. Ich war auch erst ganz stutzig, weil ich denke so, du erzählst das ja nicht so heute. Ich denke, ja, und ich war auch erst so am Überlegen. Ich denke so, hä? Als wir auch am Anfang die Falle gelegt haben, ich wusste ja nicht, wie schnell der war. Als wir die Falle gelegt haben, dann ist der direkt da rein. Oh, plötzlich, wir waren ungefähr, keine Ahnung, 20 Meter weiter gelaufen, da ist er schon reingelaufen und dann rennen wir dahin, da war da keiner mehr. Ich denke so, spawnt der? Spawnt der irgendwie? Und despawnt dann? Oder wie funktioniert das? Ich war erst so am Überlegen, ob das Spiel irgendwie nicht so ist, dass er da rumrennt, sondern dass der immer spawnt irgendwie in der Nähe. Und dass der, wenn er in der Falle rennt, despawnt und einfach nur Schaden kriegt. Ich denke so, hä? Wäre irgendwie dumm. Ja, nee, und urplötzlich, als wir da auf der Insel waren, der hatte kurzzeitig, bevor du gekommen bist, hatte er da geschrien, deswegen wusste ich, der war da in der Nähe und hat da geschrien. So, und dann kamst du da irgendwann hin. So, und als wir da an diesem Dock standen, mal sehe ich da irgendeine Gestalt auf uns zu rennen. Ich denke so, wow, da kommt er. Ja. Also das muss damit was zu tun haben, dass man wahrscheinlich erstmal eine, ich sag mal, Feindberührung haben muss. Wenn man den einmal angeschossen hat, dann wird das wahrscheinlich besser. Du hast ja auch von der Karte gesprochen, dass sich die Map dann ändert. So mit Blitzeinschlägen auf einmal und mit umgestürzten Bäumen und wahrscheinlich auch noch anderen, wo wir jetzt gar nicht hintergekommen sind. Aber wahrscheinlich ändert sich dann irgendwas. Wahrscheinlich taucht er dann einfach irgendwann öfter auf und eben weil der auch angeschlagen ist, wobei Bigfoot ja auch von uns relativ am Anfang durch die Fallen schon angeschlagen war, aber uns selber nicht gesehen hat. Ja, vielleicht kommt das daher, der Bigfoot hat uns teilweise gar nicht angegriffen. Der hat uns immer nur angegriffen, wenn wir eine bestimmte Nähe hatten. Oder ihn angeschossen haben, dann kam er auf uns zu.
Und ich schätze, dass der gerade durchs Schilf lief, wir ihn nicht gesehen haben und er uns gesehen hat und dann auf uns zukam und wir vorher immer eine passende Reichweite von ihm entfernt waren und ihn einfach nicht gesehen haben, weil wir nicht vernünftig geguckt haben. Möglich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ab einer bestimmten Reichweite dich erst angreift. Von selber. Und oder du schießt ihn an, weil der hat uns immer dann angegriffen, wenn wir ihn angeschossen haben. Möglich. Weil der das zweite Mal, wo wir ihn gesehen haben, wo der Baum umgekippt und ich dann, oh, da ist er. Da hat er mich nicht angegriffen. Ich habe auf ihn geschossen und dann hat er uns erst angegriffen. Weil ich hatte ihn gesehen, er schlief da ganz ruhig rum und dann habe ich auf ihn mit einer Track-Dings geschossen. Und dann kam er auf uns zugerannt und dann haben wir halt wieder auf ihn geballert. Ja. So war das nämlich die ganze Zeit. Ich schätze, dass wir einfach echt immer an dem vorbeigelaufen sind. Vermutlich. Weil der war eine passende Entfernung weg, wo er uns nicht angreift, beziehungsweise uns nicht sieht, wahrscheinlich hat er uns auch nicht gesehen, deswegen. Und dann sind wir immer an dem vorbeigelatscht. Und wir sind ja auch nicht, sind ja auch fast nie, bin ein oder zweimal in die Nähe von dem Schrei gelaufen, aber nie nah genug wahrscheinlich. Und wir sind ja nie dahin gegangen. Nee, aber gut. Man hat's ja jetzt... War jetzt schon irgendwie richtig cool. Also da war eine richtig geile Aktion. Und wie gesagt, das Ende wie in einem Film, ehrlich, wie in einem Film. Zwei Freunde im Wald schlagen sich stundenlang im Regen und Nebel durch, Verletzung, wieder mit Selbstversorgung, Medizin gefunden, Leichen gefunden, Blitzeinschläge, Horrorgeräusche überall und Kameras aufstellen. Und einer der Freunde stirbt nach langem Überlebenskampf und der zweite schafft das mit letzter Kraft, das Monster, die Gefahr des Waldes zu erledigen. So geil, echt. Mega. Ja. Mega geil, echt. Wie im Film. Könnte ein Film gewesen sein jetzt. Könnte wirklich ein Film gewesen sein. Ich dachte so, als du stirbst, ich denke so, nein. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich muss mit meinem bisschen Leben noch alleine weiterkämpfen. Ich denke so, nein. Vor allem, wir hatten uns so gut durchgeschlagen. Ich denke so, ey, das könnten wir sogar schaffen. Ich dachte wirklich, das könnten wir sogar schaffen, zu zweit zu überleben. Ja. Also, das klappte echt gut. Das klappte echt gut. Und dann war ich halt vor dir und der kam auf mich zugelaufen. Und ich hatte schon gedacht, das war mir aber in dem Moment egal. Ich habe gedacht, es schießt das Monster. Es ist egal, wenn ich jetzt draufgehe. Klar war das schade. Ich wusste auch, dass mir das hinterher leid tun würde. Aber ich habe gedacht, Hauptsache wir kriegen den jetzt. Wir sind so nah dran. Der hat kaum noch Energie. Und wenn einer von uns beiden das schafft, dann reicht das ja. Ne? Ja. Aber so hinterher fand ich dann trotzdem schade, das, was wir gemeinsam geschafft haben. Das war halt so. Die ganze Zeit so. Ich dachte so, boah, das klappt voll gut. Erst tankt er, oder hast du getankt, dass du nur noch einen Schlag aushältst? Und dann habe ich das gemacht. Ja. Und dann haben wir uns halt wieder geheilt. Und ich denke so, ja. So, dann haben wir auch noch ein Medipack gefunden. Dann habe ich dich ja wieder geheilt. Dann konnte ich noch zwei Schläge aushalten. Nee. Ein Schlag. Ja. Nee, zwei Schläge. Ja, ein Schlag. Dann hätte ich quasi noch einen Schlag, wäre ich dann tot gewesen. So meine ich das. Also quasi konnte ich dann auf jeden Fall noch einen Angriff tanken. Ich denke, das könnte klappen. Wenn wir jetzt gut schießen, könnten wir den Tod kriegen. Ich weiß aber nicht, ob Kopfschüsse irgendwie mehr Schaden machen oder so. Oder ob das alles gleich zählt. Habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Blöderweise. Hätte ich mal drauf achten sollen. Dann könnte man das nächste Mal versuchen, immer auf den Kopf zu schießen. Dann wird das ein bisschen schneller gehen. Ja. Ich habe nämlich immer auf den Körper einfach mitten drauf, damit ich das treffe. Weil ich bei dem allerersten Mal, wo das allererste Mal auf uns zugekommen ist, boah, da bin ich so hektisch durcheinander gekommen mit der Munition, dass ich erstmal voll daneben geballert habe, ich auch vergessen habe, die Track-Munition zu benutzen, da habe ich die noch schnell umgeschaltet und dann habe ich nämlich die drei Schuss einfach hintereinander weg, hinterher geballert. Ja. Weil ich denke mir, scheiße, ich muss das jetzt einfach, ich wusste nicht, wie das funktioniert mit dem Tracken, ob das, wie lange das zählt und ob ich treffe und habe ich einfach gedacht, ich schieße jetzt einfach, ich wollte eigentlich alle drauf schießen, aber ich habe zum Glück gedacht, ich hätte alle drauf geschossen, aber hatte ich gar nicht. Ja. Dann hatte ich noch einen Schuss und dann konnte ich den nochmal tracken, zum Glück. Hatten wir insgesamt noch fünf Tracker und das war ganz früher. Ja gut, ich meine, wir haben es geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das erste Mal in diesem Wald und du ziehst das Vieh nach Hause. Echt. Ja. Ich konnte das sah so geil aus. Ich konnte das ja dann eben aus der Third-Person-Perspektive sehen, da quasi, ne?
Und dann, du ziehst dieses Vieh da hinter dir her und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, wie obercool ist denn das? Das glaube ich jetzt nicht, dass du den nach Hause ziehst. Ich hätte wirklich gedacht, den schaff. Ich habe mir das echt so vorgestellt, oh, lass uns mal locker in den Wald gehen, so ein bisschen ein paar Fallen setzen. Ein paar Mal können wir den dann wahrscheinlich sehen, vielleicht können wir ein paar Mal auf den schießen, aber dass wir den gleich beim ersten Mal kriegen, nein, das glaube ich nicht, nein. Und dann ziehst du den nach Hause. Und meine Leiche liegt im Wald! Ja. Meine Leiche liegt im Wald. Ja, gut. Oh. Ja, sehr geil. Taugeil. Ich muss sagen, das Spiel ist witzig, ja. Ja, kann es man ist auch wohl öfter machen. Ja, also es ist auch einfach super stimmungsvoll. Wenn die jetzt noch so ein paar kleine Korrekturen mit den Geräuschen und so weiter machen, dann. Die müssen nur irgendwie mit den Kameras, weil du kannst nicht einfach immer zu dem Auto rennen. Und dann mit erst in die Camps gucken. Und ja gut, du kannst natürlich, wenn du ihn dann in den Camps siehst, kannst du da natürlich hinrennen. Hm. Und hoffen, dass er dann noch in der Nähe ist, aber ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen besser, wenn man so eine kleine Armbanduhr hätte, wo man dann so gucken kann, weißt du? Ja. Kannst du so die Camps switchen. So in so einer, ich meine, das ist halt so eine Mini-Kamera und im Auto wäre dann die große Kamera, wo du alles besser siehst, aber hast dann so eine Mini-Kamera auf dem Weg, kannst dann so switchen und dann kannst du so gucken. Das wäre doch viel besser, hätte ich gesagt. Ja, oder dass er dann so macht, weißt du, er guckt dann so auf seinen Arm und dann bist du in dieser Kameraperspektive und dann kannst dann so hin und her gucken. Weißt du? Dann holt er so seinen Arm raus, dann ist eine Uhr mit so einem kleinen Bildschirm und dann schaltet er um auf die Kameraperspektive, dann guckst du mit den Camps so hin und her. Ja. Guckst und wenn du ihn dann siehst, dann kannst du zack und kannst du direkt losgehen. Oder wenn du in der Nähe bist, dann. Das fände ich irgendwie besser, ehrlich gesagt. Ja, gut, dass man dann auch von anderen Standorten direkt zu den Fallen laufen kann, weil man irgendwie dann da eine Info hat. Anstatt immer erst zum Wagen zurücklaufen, dann im Wagen gucken, ist jetzt in den Fallen was passiert. Ich meine, das hätte man zum Beispiel, könnte man wiederum machen, wenn man zu dritt ist, bleibt der eine erstmal im Wohnwagen. Im Auto sitzen. Gute Idee. Genau. Ja, stimmt. Und wartet dann, bis wir die Camps platziert haben und dann guckt er die ganze Zeit die Camps nach. Das ist dass einer praktisch in der Basis bleibt. Ja. Und wenn in der dann, Base. Ich meine, wenn man dann nämlich, wie wir dann in der Hütte das Gewehr sieht, dann kann man dem immer noch sagen, du komm mal hier und hier hin und dann hol dir die Waffe. Dann hast du auch eine. Ja. Weißt du, dann kann man das ja immer noch so machen. Und ich meine, am Anfang hätte man das so machen können. Hätte man. Dass man einfach sagt, der eine bleibt erstmal da drin und checkt die Camps, der keine Waffe hat. Boah, hätte ich auch nichts gegen gehabt. Hätte ich auch wohl gemacht. Das wäre nicht irgendwie witzig. Vor allem, wenn ihr dann beide sterbt. Was? Sie sind tot. Ich fahr mit dem Auto nach Hause. Na gut.